Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Final Tasman Review. Wenn man sich mit der Kamera bewegt, ruckelt zwangsläufig das Bild. Da bringt auch der beste Bildstabilisator nichts. Was dir aber dabei helfen kann, schöne flüssige Aufnahmen hinzubekommen, ist ein Gimbal. Heute im Test der Failutech Alpha 1000 Gimbal. Ob es jetzt der oder das Gimbal heißt, kann ich dir in diesem Video nicht beantworten, aber ich sage einfach mal der Gimbal. Was meinst denn du? Heißt es der oder das Gimbal? Stimme dazu einfach mal oben in der Umfrage mit ab. Was der Failutech Alpha 1000 Gimbal drauf hat, das zeige ich dir jetzt. Los geht's! Der Lieferumfang ist sehr umfangreich. Neben dem Single Grip Handle bzw. Einhandgriff liegt dem Set noch ein Doppelhandgriff bei. Außerdem gibt es vier 2200 mAh starke Akkus und ein dazugehöriges Ladegerät mit Micro-USB-Kabel. Zwei Akkus sind für den Betrieb des Gimbals notwendig, also hat man bei diesem Set direkt Ersatzakkus dabei. Dann gibt es noch einen Blitzschuh-Adapter, ein Mini-Stativ, ein Verbindungskabel für Sony-Kameras, eine Kurzanleitung und natürlich den 3-Achsen-Gimbal. Das Beste an allem ist der praktische Koffer, in dem alles sicher verstaut und transportiert werden kann. Der Alpha 1000 Gimbal ist für mehrere Kameras geeignet. Die Nutzlast fängt schon bei 150 Gramm an, das heißt, dass man sogar leichte Smartphones und Actioncams mit dem Gimbal benutzen kann. Maximal trägt der Gimbal laut Failutech 1,7 Kilogramm. Mein großes Kamerasetup, also das, was gerade filmt und nicht dieses hier, wiegt ca. 1 Kilo, womit der Gimbal kein Problem hat. Wie man es in dieser Preisklasse erwartet, ist die Verarbeitung des Gimbals und des Zubehörs durchweg top. Es fühlt sich alles sehr hochwertig an. Eine richtige Schnellwechselplatte, wie es eigentlich von Failutech versprochen wird, gibt es aber nicht. Die Auflageplatte, auf der die Kamera montiert wird, wird mit einer Schraube fixiert und ist nicht so einfach vom Gimbal zu trennen. Wenn es schnell gehen muss, kann man den Gimbal zusammenbauen, die Kamera draufsetzen und direkt loslegen. Der Alpha 1000 ist ein 3-Achsen-Gimbal und kann das Gewicht automatisch ausbalancieren. Das beansprucht die Motoren aber sehr stark, empfehle ich dir auch auf keinen Fall so zu machen und hat noch einen anderen großen Nachteil. Ist der Akku leer oder schaltet man den Gimbal aus, knallt die Kamera einfach ins Ungleichgewicht und kann dadurch beschädigt werden. Deswegen balanciert man einen Gimbal vorm Start immer manuell aus. Das Gute am Alpha 1000 ist, dafür braucht man kein Werkzeug, denn alle Achsen sind mit Handschrauben verstellbar. Ich zeige dir jetzt am Doppelhandgriff, wie du den Gimbal betriebsbereit machst. Also Griff am Gimbalkopf festschrauben, Kamera drauf und los geht's. Ich fange immer mit der Achse an, auf der Alpha 1000 Schriftzug ist. Die Kamera zeigt nach oben an die Decke und wenn ich die Kamera loslasse, fällt sie wahrscheinlich nach links oder rechts runter, da auf der einen Seite mehr Gewicht liegt. Ziel ist, dass die Kamera aber mittig stehen bleibt, also löse ich die Schraube der Achse und drücke die Achse nach rechts oder links, je nachdem wie ich es brauche. Das mache ich so lange, bis die Kamera schön mittig ausbalanciert ist. Mit meiner anderen Hand fixiere ich übrigens immer die freien Achsen, damit ich jeweils eine Achse ausbalancieren kann. Als nächstes stelle ich die Anschraubplatte bzw. Schnellwechselplatte ein. Auch hier fixiere ich die anderen Achsen mit meiner freien Hand. Die Kamera zeigt nach vorne, so wie ich auch filmen würde. Wenn ich die Kamera loslasse, fällt sie nach oben oder unten. Die Kamera soll aber schön gerade bleiben. Jetzt muss ich also die Schraube der Anschraubplatte lösen und die Kamera nach vorne oder hinten schieben. Etwas fuckelig, aber den Mittelpunkt gefunden, bleibt die Kamera in der Position stehen, in der ich sie loslasse. Danach kommt die Achse mit dem Failutech-Schriftzug. Auch hier wird es ein Übergewicht zu einer Seite geben. Also wieder das gleiche Spiel wie bei den anderen Achsen. Schraube lösen, Achse nach links oder rechts schieben und sobald die Kamera ausbalanciert ist, Schraube wieder festziehen. Das war aber noch nicht die letzte Achse. Für die letzte Achse lege ich mir den Doppelhandgriff auf meine Beine. Die letzte Achse befindet sich unten nahe des Verbindungsstücks. Die Schraube der Achse sollte nach oben zur Decke zeigen. Beim Loslassen dreht sich die Kamera wieder nach links oder rechts. Also auch hier Schraube lösen, Achse verschieben, bis die Kamera ausbalanciert ist und wieder festschrauben. Wenn ich jetzt den Gimbal einschalte, bewegt er sich schön smooth. Und das Schöne, wenn ich den Gimbal wieder ausschalte, bleibt die Kamera da, wo sie ist und knallt nicht runter. Eine Gefahr weniger, dass die Kamera kaputt gehen kann. Bereits zum Filmen stehen verschiedene Modi zur Verfügung, die über die Start- bzw. Maut-Taste eingestellt werden. Der Gimbal startet immer im Pan-Following-Modus. Dabei macht der Gimbal nur Schwenkbewegung nach links und rechts, aber keine Neig- oder Rotationsbewegung. Drückt man den Mode-Knopf zweimal, macht der Gimbal Schwenk- und Neigbewegung, aber keine Rotationsbewegung. Meiner Meinung nach der beste Modus, um rund um ein Produkt zu filmen. Der Selfie-Modus wird durch dreimaliges Drücken des Mode-Knopfes aktiviert. Interessant ist der automatische Modus bzw. Timelapse-Modus, den man durch viermaliges Drücken des Mode-Knopfes einstellt. In diesem Modus muss man zuerst eine Startposition festlegen. Das macht man ganz rabiat manuell.
Einfach Hand an die Kamera bis zur Position, kurz loslassen und schon hat man eine Startposition festgelegt. Die Endposition legt man genauso manuell fest. Drückt man dann wieder den Mode-Knopf, fährt der Gimbal die Strecke automatisch ab. Doof ist, dass man das ganze Potenzial dieser Funktion nur mit der App nutzen kann, denn mit der App kann man die Zeit einstellen, die für eine Rotation gebraucht werden soll. Standardmäßig ist hier für eine Rotation eine Stunde voreingestellt. Diese rabiate Positionseinstellung kann man übrigens in jedem Modus nutzen. Will man also seine Kamera ausrichten, kann man das manuell per Hand oder über den Joystick auf der Vorderseite machen. Zusätzlich gibt es noch eine Taste auf der Rückseite des Griffs. Mit dieser Taste kann der Gimbal in der aktuellen Position festgehalten werden. Man fixiert sozusagen alles. Die Taste muss dazu aber auch die ganze Zeit festgehalten werden. Drückt man diese Sperrtaste zweimal, dann stellt man wieder den Standard-Pan-Following-Modus ein. Dieser Foto-Auslöseknopf funktioniert nur mit Sony-Kameras. Ich habe keine Sony, daher konnte ich den jetzt nicht nutzen und testen. Ich habe vorhin ja schon die App erwähnt. Mit der App kann man das ganze Potenzial des Gimbals nutzen. Die App ist bei mir aktuell auf der Version 2.1.12. Hier kann man die Motorenleistung oder ein paar andere Sachen anpassen oder ein Firmware-Update aufspielen. Da die App für die Nutzung des Gimbals nicht sonderlich interessant ist, gehe ich jetzt nicht weiter auf die App ein und starte direkt mit meinem Fazit. Die Verarbeitung des Gimbals ist wirklich spitze. Der Universaleinsatz von verschiedenen Kameras ist für mich perfekt, da man so nur einen Gimbal für alle Kameras benötigt. Natürlich muss man das Minimal- und Maximalgewicht beachten. Gut finde ich, dass man an vielen Stellen Zubehör via Stativschrauber anbringen kann. Hier mal ein Licht, da mal ein Monitor und dort ein Mikrofon und schon hat man das professionelle Filmsetup. Ich habe jetzt nur ein Mikrofon, aber du weißt, was ich meine. Der Doppelhandgriff erleichtert vieles. Speziell bei schwereren Kameras lässt sich damit viel angenehmer arbeiten. Auch die Überkopffunktion lässt schöne und auch mal andere Perspektiven zu. Das kleine Stativ, das oft bemängelt wird, finde ich gar nicht so schlecht. Mit Hilfe des Stativs kann man den Gimbal kurz mal abstellen, aber okay, es ist wirklich nicht das beste Stativ und man sollte vorsichtig sein, damit der Gimbal nicht umfällt. Wer Soundprobleme fürchtet, kann beruhigt sein. Während der Nutzung sind die Motoren geräuschlos. Viele heben die Achsenanordnung positiv hervor. Die Querstange verdeckt nicht das Display der Kamera, so wie es bei anderen Gimbals der Fall ist. Aber ganz ehrlich, je nachdem wie man dreht, verdeckt auch hier die Querstange das Display. Also alles relativ. Es gibt aber auch ein paar negative Dinge, die mir wirklich nicht gut gefallen. Die Achsen haben zwar eine Skalierung, diese bringt aber nicht wirklich was. Denn bei jeder Montage derselben Kamera wohlgemerkt, kommt man bei etwas anderen Werten raus. Packt man den Gimbal wieder in den Koffer, muss er in eine bestimmte Ausgangslage, damit der Gimbal wieder in den Koffer passt. Also sind die Einstellungen eh jedes Mal wieder futsch und man muss den Gimbal bei jedem Einsatz neu ausrichten. Die Schnellwechselplatte ist keine Schnellwechselplatte, sondern nur eine Anschraubplatte. Schlecht ist auch, dass die Kamera nicht 100% an der Anschraubplatte fixiert werden kann. Es ist immer leichtes Spiel an der Kamera. Auch ist der Gimbal normal ein 360-Grad-Gimbal, also kann in allen Richtungen frei bewegt werden. Bei großen Kameras geht das aber nicht mehr, weil sich die Achsen selbst im Weg stehen. Okay, selten benutzt man 360 Grad, aber es wird beworben und sollte mit jeder passenden Kamera funktionieren. Am besten funktioniert der Gimbal mit solchen kompakten Systemkameras im mittleren Gewichtsbereich. Wenn man mit dem Gimbal schräg filmt, also so zum Beispiel, dann kommt der Gimbal nicht mehr wirklich klar. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Abhilfe soll der Kalibrierungsmodus bringen. Den aktiviert man, indem man 5-mal die Mode-Taste drückt. Bei mir hat das nichts gebracht. Ich denke, der Gimbal kommt mit dem normalen und Überkopfmodus durcheinander. Für wen ist so ein Gimbal also gut? Ich würde dem Failutech Alpha 1000 Menschen empfehlen, die einen Gimbal für alle Kameras haben wollen. Also Smartphone, Actioncam und Systemkamera. Natürlich muss man wissen, ob man mit den Nachteilen leben kann. Failutech sagt, dass der Alpha 1000 ein professioneller Gimbal ist. Da muss ich ganz klar widersprechen. Die Performance ist dafür viel zu schlecht. Es ist ein Gimbal mit großen Schwächen, der nur für den Hobbybereich, vielleicht auch für den ambitionierten Filmer mit nicht ganz so hohen Ansprüchen geeignet ist. Jetzt aber noch zwei Praxisbeispiele. Wenn man ohne Gimbal Personen beim Gehen filmt, ruckelt es ohne Ende. Erst recht beim Laufen. Hier habe ich den doppelten Bildstabilisator meiner Kamera eingeschaltet und es wackelt trotzdem gewaltig. Mit Gimbal sieht die Situation schon geschmeidiger aus, natürlich mit den gleichen Kameraeinstellungen. Selbst beim Laufen ist das Bild schön angenehm anzusehen. Wenn man jetzt stillsteht und einfach nur ein paar Schwenks macht, gibt es keinen großen Unterschied. Daher ist ein Gimbal für Personen geeignet, die sich beim Filmen auch selber bewegen. Leider spinnt der Alpha 1000 ab und zu mal rum, weshalb der Gimbal für meine Ansprüche nicht ausreicht. Wenn man nur große Kameras nutzt, dann sollte man sich den Alpha 2000 oder Crane 2 Gimbal anschauen. Die Gimbal tragen mehr Gewicht als der Alpha 1000, haben aber auch eine höhere Minimallast und damit fällt meist die Nutzung kleiner Kameras bei solchen Gimbals raus. Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn du dir den Gimbal kaufen möchtest,
kaufe dir den bei einem deutschen Händler und nicht bei diesen ganzen ausländischen Importhändlern. Die meisten dieser Importhändler zahlen keine deutsche Mehrwertsteuer, weisen diese auf der Rechnung auch nicht aus und versauen so den Preis für die deutschen Händler, die Steuern zahlen. Normalerweise müsstest du als Käufer die Mehrwertsteuer und Einfuhrsteuer anmelden und abführen, aber im Normalfall macht das doch keiner. Im schlimmsten Fall kann das aber durch den Zoll passieren und im Endeffekt kostet der Gimbal dann mehr, als hättest du ihn direkt in Deutschland gekauft. Probleme wirst du auch dann haben, wenn es um die Garantie geht. Die ausländischen Importhändler wirst du nicht mehr haftbar machen können und die Hersteller geben meist nur auf Europa- oder Deutschland-Ware-Garantie. Ich finde es auch falsch, dass sich jeder über diese großen Unternehmen aufregt, die in Deutschland durch Steuertricks keine Steuern zahlen und dann zahlt man selber auch keine Steuern, weil man ja bei diesen Importhändlern einkauft und die Steuer privat nicht abführt. Da ist man auch nicht besser als die großen Unternehmen, aber das nur am Rande. Damit war es das schon wieder von mir. Schau aber auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Da stehen wie immer alle wichtigen Infos. Und falls du doch noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare oder schick mir eine WhatsApp aufs Final Testman Phone. Vergiss auch auf keinen Fall den Abo-Button zu drücken, damit du kein weiteres Video mehr verpasst und damit es mir leichter fällt, neue Produkte zum Testen zu bekommen. Unternehmen schauen nämlich immer auf die Abos und umso höher diese Zahl hier ist, umso leichter fällt es mir, neue Produkte zum Testen zu bekommen. Damit kannst du mich also ganz einfach unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, dein Final Testman. Ciao!